Ja, Leute, Entschuldigung, meine Stimme wieder mal erneut am Arsch. Bin hier mit Hello, Mr. Patrick people. Reiser. Welcome, Community. Genau. Wir sind am Flughafen hier am Start. Genau, es geht ab nach Birmingham. Yes. Ihr seht hier, dieser Pass sieht ein bisschen special aus mit diesem weißen Teil hier, denn es ist ein Notpass. Denn ich bin jetzt gerade kurz mal eine Runde durchgedreht. Der Jerome ist auch hier. Jerome ist auch hier, Micha ist auch noch irgendwo. Ja, mein Pass ist abgelaufen und die Frau Zeiter hat das natürlich erst am Flughafen gemerkt. Plus in 2 Wochen fliege ich in die USA und ich habe einen abgelaufenen Pass. Das ist sehr vorteilhaft. Also ich bin sehr froh, dass du nach Birmingham mitgeflogen bist, weil ansonsten ja, wären wir dann wahrscheinlich im Juni hier gewesen und die Frau Zeiter hätte gemerkt, oh genau. Shit, kein Pass. Und in Amerika wäre es ein bisschen schwierig gewesen. Ja, und Jerome, wo gehst du hin? Ich fahre zurück nach Nürnberg, also fliege besser gesagt. Aber genau. Wir sehen uns da hoffentlich alle bald wieder. Ja, genau. Du warst jetzt bei Patrick, ne? Ja. Vom Mittwoch auf bei meinem Bro. Genau. Ich hab ein paar Sachen gecheckt für euch, Leute. Es kommen gute Sachen. Für die Ladies und auch für die Männer. Genau. Also ihr seht immer was am Gehen, überall am Start. Leute, ich schalte hier wieder aus, denn wir müssen jetzt hier durch die Kontrolle hier. Und wir sehen uns in Birmingham. Tschüss. Und jetzt müssen wir mal die Crib hier auschecken. Also die Jungs haben hier klasse gebucht. Ich habe hier meine eigene Crib am Start. Schöne Küche, Flur. Voll nice. Riesen Aussicht über Birmingham. TV. Schönes Bett. Total geil. Jetzt müssen wir noch das Badezimmer auschecken. Habe ich noch nicht abgecheckt. Was ist das hier? Ey, voll easy. Guck ich das mal an. Okay. Voll nice, also haben die Jungs einen guten Job gemacht hier. Für die Lady hier ein nettes Zimmer gebucht. Für das Main Chick. Also ich bleib gleich hier, ich sag's euch. Voll geil, alles im Start hier. Nice! Meine Homepage wird überarbeitet. Wenn dieses Video hier kommt, ist sie schon überarbeitet. Ich muss jetzt noch die letzten Dokumente fertig machen und sie dann unserem IT-Man in der Schweiz schicken, dass der heute Abend noch online gehen kann. Deswegen heißt jetzt für mich kurz durchhusteln. Und dann sind wir wieder zurück, denn wir gehen später essen. Ich habe gehört, wir wollen zum Thailänder gehen. Oder meine Wohnung, muss ich schon fast sagen. Hier unten ist alles Shopping-Paradies. Da unten ist ein Victoria's Secret und da ist Zara, da ist Armani Exchange. Da sind die geilsten Läden hier unten, die geilsten Shops. Und ey, guck mal, welche Aussicht hier. Einfach über Birmingham, so boom. Hier noch der Pulli der ersten Kollektion. Ihr wisst, Leute, 50% auf die erste Kollektion. Und ja, checkt aus prowear.com, wenn ihr das sehen wollt. Yeah, Leute, ein bisschen später am Tag. Meine Stimme wird von Stunde zu Stunde wieder besser. Das auch, ich habe mich irgendwie voll erkältet. Und ihr Armen seht irgendwie von Birmingham nur meine Messy Hotel Room hier. Aber wisst ihr, Leute, wenn man so auf eine Fitness Expo ist oder irgendwo ist, ich nehme einfach nicht immer die ganze Zeit die Cam raus, ja. Deswegen berichte ich euch dann einfach immer danach, was passiert ist. Also wir waren jetzt auf der Expo, ich habe ein paar Takes gemacht für euch. Wir haben Simon Panda und Ulysses und alle getroffen, ja. War total cool. Larissa habe ich wieder gesehen, meine Larissa. Und ja, war total cool, habe viele Leute kennengelernt und haben Spaß gehabt und wieder einiges abgecheckt für euch, ja.
Ja, es ist immer gut, wenn man ein bisschen überall am Start ist, sich überall ein bisschen reinscampt, ja. So die Proposprache hier, die ich von den Jungs immer übernehme, wenn ich zu oft mit denen abhänge. Und jetzt geht's ins Gym. Ich habe meinen Booster schon genommen und ich warte jetzt auf die Jungs, bis die zwei Diven ready sind. Das sind manchmal total zwei Diven. Also, oh mein Gott, ich immer alleine als Mädchen mit den Jungs unterwegs. Also, es ist total schlimm. Die sind schlimmer als zwei Frauen manchmal. Das ist echt krass. Müsst ihr mal erleben. Die sind echt total schlimm manchmal. Ich habe mir heute überlegt, ob ich die Cam rausnehmen soll und die ein bisschen filmen, dass ihr mal sehen könnt, was ich meine. Aber, nee. Es muss nicht immer alles auf Cam sein hier, aber ihr wisst Bescheid, das ist manchmal für mich echt witzig und unterhaltsam. Es ist manchmal so wie in einer Reality-Show mit den zwei. Und jetzt machen die sich ready fürs Gym. Ich bin schon lange ready und warte jetzt mal, bis die mich abholen kommen. Und dann geht's los. Ich chill soweit noch ein bisschen hier an meinem Balkon, guck den Leuten ein bisschen beim Shoppen zu. Danach machen wir ein Beintraining, und zwar machen wir ein Beintraining aus dem Lean Curves mit den Jungs. Habe ich heute Morgen angekündigt und die meinten schon so, nee Mann, oh, nee, keine Model-Look-Trainings und so. Aber ich habe gesagt, doch, ich will jetzt, dass ihr das mal macht. Jetzt mal sehen, ob es soweit kommt. Ja, ich denke mal, ich mache die Jungs eine Runde kaputt, wie sich das gehört. Und danach geht's essen, freue ich mich schon drauf. So Leute, ich zeige jetzt mal, was es heißt. How bad do you want it? Patrick Reiser macht Front Squat mit verdammter gebrochener Hand. Oh shit! Der ist 20 Kilo. Ja, ja, nur Warm-up. Schon, ne? So schon. Also ja. 20 Kilo. Yes. Yes, okay. Hallo, Patrick und ich machen jetzt Beine. Leg Workout. Mischa macht Brust, ja. Ist hier irgendwo, also geiles Gym. Easy hier, ne? Gute Sound, Leute. Spaß am Leben, ja? Gut, ich bin wieder dran. Los geht's. So, Abwärmungsstart für Frau Zeidler hier. Lauf, sicher. Lauf, lauf. Ah ja, sorry. Hey, sicher läuft. Das hat nicht mit dem Anfänger zu tun hier. Frau Zeidler hier beim Warm-up. Front Squats. Schön. Yes! Schön tiefe Front Squats. Schön. Nice, nice. Okay, los geht's. Erster Satz. Easy 60. And go. Schön. Zwei, gut. Erster Satz, baby. Yeah. Gut. Warm-up. Also wirklich, ist wahrscheinlich schon schwer. Eben. Schon schwer für dich, oder? Also machst du den ersten Satz, Arbeitssatz. Erster Arbeitssatz, 5x5. Da zeig einfach die 60 Kilo am raushasten. Bam, schönen Stopp, ja. Stopp, bam. Yes. Bam. Geht es 5. Schön. Ah, die Frau hat Power. Frau hat gut Power. So Leute, die zweite Übung, Squats. 5x5 und die Anja hat wie viel Kilo drauf jetzt? 80, ja? Jetzt 80, ja. Next Squats. Okay, let's go. Mal schauen, was sie davon macht. Stark, schön, schöne Form, sehr schöne Form. Schön, ganz schöne Form. Bam, schön, Kopf, Kopf, Kopf. Yes. Ok,
Geh nur bis 5. Sehr schön. Gute Form. Sehr gute Form, Baby. Gute Form. Stop. That moment when your weight is your gym body's warm-up weight, that's what's up. Patrick macht jetzt ein Warm-up mit 80 Kilo. Mal sehen, wie viele Reps er damit macht. Warm-up, Leute. Sorry, go ahead. Einer. Schön, Paddel. Zwei. Ladies, schaut euch mal den Arsch an, ja? Ich kenne viele Frauen, die haben nicht so einen Arsch. Sehr schön. Ich kenne viele Frauen, die haben nicht so einen Arsch. Ja, komm. Verarschen mich. Nehmen wir uns dann schauen im Video. Sieht gut aus. Ja, danke. The Booty Games. Komm, Leute, aufbauen. Okay. Komm, du bist dran. Yes. Mach mir, ich will machen mir mehr, komm on. Machst du mehr? Ja, mach mir 90. Okay. Los, mach mir 90. Muss ich schaffen. Vielleicht die 90. Noch 5 mal eine saubere Form hin. Ja. Noch Warm-up, noch 5x5 Front Squats. Nach Warm-up, Step-Back Squats. Bla bla bla. Coffee zu fixen mit 90. Geht schon. Saubere Form wie vorher. Concentration. Go. Schön, stark. Schön. Schön. An der Grenze, der letzte war scheiße. An der Grenze. Ja, war gut, war sehr gut. Das Leute, wir sind hier hart am Beine trainieren. Das komplette Workout seht ihr auf Patricks Kanal. Checkt Rebel Lifestyle Channel. Einbeinige Beinpresse jetzt, Leute. Das pisst richtig rein. Genau. Und geht auch wie gebrochene Hand. Ganz genau. No excuses. Das komplette Workout auf Patricks Channel.